Guck mal, das ist hier ganz dreckig hier. Hier liegen überall hier diese Spritzen und sowas rum. Das ist hier alles voll. Das ist richtig widerlich. Es gehört weg. Wir sind gerade in diesem Bürgerpark drin und wir laufen hier, wir machen hier einen Spaziergang. Guck mal hier vorne sind Bäume. Hier vorne sind abgeknickte, krumme Bäume. Die wachsen hier genauso. Die wachsen genauso schief wie mein Hirn. Und dieser Baum, der wächst auch genauso schief wie mein Gehirn. Das ist ein voll cool schwarzer Taschenmesser. Mit wunderbarer Gravur. Ich krieg die Krise. Das ist, wenn man mit, diesem Mann hier, mit diesem Mann Touren macht. Da ist Hopfen und Malz verloren. Da passiert genau das. Und das. Und die ganze Jacke, die sieht aus, wie ein, als hätte man mit einer Schrotflinte drauf geschossen. Ja, das ist normal. Da ganz hinten, da ist Bahnhof. Und es fängt gerade an, hier rumzuschneiden. Es wird immer stärker. Und das windet hier rum. Es stürmt. Es ist ein richtiger Sturm hier. Es ist richtig scheiße. Guck mal, Schweinen gefunden. Hier vorne sind noch mehr Schweine. Und hier vorne sind auch noch mehr Schweine. Wir laufen jetzt durch diese Innenstadt durch. Und ich habe euch diese Stadtmusikantenskulptur nicht gezeigt, weil ich das kann. Ich bin richtig ranzig. Ich bin die letzte Verreudigung. Ich bin Beavers und Butthead gleichzeitig. So, Helmut flambiert Brot. Mit Käse. So, wir haben gerade Bier eingekauft. Geprost! Wie teuer war nochmal diese billigste Klapserkarre von Bauhaus dieses Mal? 18 Euro. Das ist billiger als die billigste Klapserkarre von Bauhaus, die ich mir vor ein paar Jahren gekauft habe. Das ist eine schönere Unterentwicklung. Das sind ganz typische billigste Klapserkarre von Bauhausgeräusche. Die Schleifen, das gehört so. Es wurde extra da eingebaut. Oh. Jawohl. Oh. Das ist eine richtig geile dickste Toilette. Die war echt gut. Gleich gibt's Kotfleisch. Das ist Kotfleisch mit regelfarbener Paprika und Brötchen. Guck mal, hier vorne sind es schon die ersten Gebrauchsspuren von den Reifen. Die sind nicht mehr so rund. Das ist richtig geil. Das ist die heutige billigste Klapserkarre von ganz Bauhaus. Deswegen wurde der hier heute zum Einsatz. So, Kotfleisch Portion 2 wird gebraten. So, Kotfleisch mit regelfarbener Paprika und Brot Portion 2 ist fertig. Dieses Mal in Baguetteform. Ich habe mir hier allergrößte Mühe gegeben, mein Kindheitswissen noch mal rauszuholen. Und ihm diese lecker Gänseblümchen wunderhübsch zu krädenzen. Bitte schön, dein Nachtisch. Guck mal hier auf diesem Schiff hier vorne. Das ist ein Parity-Schiff. Da habe ich schon des Öfteren barfuß gesteppt. Das war cool. Das muss ich mal wieder machen. Ich war schon lange nicht mehr da drauf. So will ich den Gran Paradiso-Berg sehen bei euch. Oh ja. Genauso souverän. Das war eine Figur gewesen. Lurch Passage! Ei. In meinem Gehirn kriechen Mehlwürmer rum. Die beißen da dran und sowas. Sind die behaart und borstig? Diese Urzeit-Krebse? Ja, ganz die Haare an den Beinen.
Das ist genauso versüfft wie meine Sackhaare, wenn ich von einer Ranztour zurückkomme, frisch. So eine Urzeitkrebse-Haare, die da dran kratzen und so. Das hat nur bis 19 Uhr offen. Aber wie spät ist denn das? Also eigentlich hätte das noch 4 Minuten offen. Du bist reingekommen gerade? Ja. Sehr gut. 0,0 Kundenfreundlichkeit. Ich liebe das. Ich habe einmal Kimchi gekauft. Und einmal Carbonara, also jeweils für 7,95 Euro. Mega geiler Preis. Unschlagbar. Ich bin kein Fan davon. Wir sind überall Hände. Guck mal, bunte Kukuruku-Fleisch. Ich bin an diesem bunten Kukuruku-Fleisch dran vorbeigelaufen.